Hallo und herzlich willkommen bei BVB Total. Hier ist eine neue Ausgabe von Die Sparda Bank bewegt. Und an dieser Stelle lassen Sie uns gleich einen Dank aussprechen an die Sparda Bank West, die uns dieses schöne Format ermöglicht. Wir sind hier beim BVB im Trainingsgelände in Dortmund-Brakel und wir sind verabredet mit einem sympathischen Innenverteidiger, mit Neven Subotic. Hi Neven. Hallo Josef, wie geht's dir? Ja, danke. Dir gut? Du entspannst hier in der sogenannten Players Lounge. Ganz genau. Ist das das Typische, was du treibst, wenn ihr zwischen den Trainingseinheiten ein bisschen Zeit habt? Genau, ein bisschen Billard und dann gleich geht's auch ins Bett. Dann lege ich mich eine halbe Stunde hin und dann ist schon das zweite Training. Kannst du auch hier machen? Drauf, ja, ist aber nicht so bequem. Ja, gut, Neven, wir haben eigentlich heute ein Programm vor, was sehr schön ist, wo wir viel plaudern können. Wir fahren gemeinsam zum Westfalenpark und ich freue mich sehr darauf, weil ich weiß, du hast viele interessante Dinge zu erzählen. Also ein Schluss noch und dann können wir fahren. Okay, ich schau noch einen rein. Kein Druck. Wir können los. Bitte. Wir sind mit einem Bus unterwegs, wie man sieht, mit einem, der dein großes Interesse gefunden hat. Und das ist, hängt ja unter anderem damit zusammen, dass du auch schon mit dem Bus, mit dem Wohnmobil viel rumgekommen bist. Er hat fast Kultstatus. Ungewöhnlich für einen Fußballprofi, wie du auch Urlaub verbracht hast. Erzähl mal. Es ist zwar nichts, was ich von meiner Familie irgendwie geerbt habe, so ein Campingurlaub, aber es hat sich mal so ergeben vor ich glaube, 2-3 Jahren. Und das war einfach super. Man ist mit drei Kollegen, also zu viert, sind wir dann nach Kroatien gefahren, an die Küste, haben dort leckeres Essen gehabt. Aber das Beste war wirklich nicht mal der Strandurlaub am Strand dann mit dem Camper und im Camper dann schlafen, sondern eigentlich die Fahrt dahin, weil wir sind immer ein paar Stunden gefahren, 5-6 Stunden am Tag, dass nicht zu viel wurde, angehalten. Grill angeschmissen, Fleisch geholt, irgendwie lokal haben dann jeden Tag frisches Fleisch. Und wir als Serben, wir waren alle dann stammen aus Serbien, dass das Fleisch ist, gehört dazu. Mittagessen und Abendessen gibt es immer Fleisch, das ist etwas, was wir brauchen. Und wir hatten das und gutes Wetter und dann noch ein Bierchen. Das hat dann wirklich gepasst und so eine Fahrt, die normalerweise 15 Stunden vielleicht dauert, total angenehm. Ja, Neven, ein bisschen windig hier oben auf dem Florianturm. Dortmunds Wahrzeichen, wenn man so will. Ansonsten eigentlich ganz brauchbar, ne? Ja, ich finde es wunderschön. Ich denke, wäre der nicht da, würde Dortmund definitiv was fehlen. Danke sehr. Dankeschön. Ja, es ist einfach wunderschön, hier hochzukommen und wirklich ganz Dortmund von oben zu sehen. Das ist nochmal was anderes. Zwar, wenn man am Signal Iduna Park unten steht, kommt das auch wirklich groß vor. Aber von hier oben runterschauen,
ist das eine schöne Perspektive und das macht dann auch wirklich Spaß, auch den Phoenixsee und die Stadt, die Rhein-Neu-Kirche, alles mal ein bisschen von oben zu betrachten.